Hallo, einen wunderschönen guten Tag YouTube, hallo meine Twitch-Freunde. Ja, wir schauen ein weiteres Mal auf Patch 19.2, also Rückschau, was hat er gebracht und ist es gut oder schlecht. Beim ersten Mal haben wir uns angeguckt, den Belohnungsweg, also wie wurde der Belohnungsweg geändert und ja, ist er jetzt endlich gut? Das haben wir uns im ersten Video angeguckt. Da oben könnte ein Link erscheinen, wenn ich es richtig gemacht habe. Und jetzt wollen wir uns natürlich mal das zweite Wichtige für uns angucken, nämlich die Standard-Ladder. Also Battlegrounds und so ein Gedöns ist uns ja nicht so wichtig. Da müsst ihr jemand anderen für anschauen. Wir gehen auf die Standard-Ladder ein. Ja, ihr seht, alles ein bisschen anders. Das Christkind war da. Insofern bin ich ein bisschen größer geworden. Beleuchtung ist noch nicht hundertprozentig perfekt. Da kann man noch was optimieren, aber ich denke, es ist schon ganz hübsch, dass man es auf jeden Fall so durchziehen kann. Ich hoffe, es gefällt euch ein bisschen. Ja, also ich versuche mal neutral drauf einzugehen, beziehungsweise auf die Dinge, was der Patch gebracht hat, dann Positives und Negatives. Also erstmal muss man sagen, hat der Patch die Meta geändert? Also das ist ja der Sinn eines Patches oder der Sinn von Balance-Änderungen, dass sie irgendwas ändern oder irgendwas besser machen oder zumindest oder schlechter, wie auch immer. Und da kann man sagen, ich würde sagen, ja, er hat schon was geändert. Die Meta hat sich verändert, aber schon in dem Maße, wie es die meisten und tatsächlich auch ich erwartet haben, nämlich der Demon Hunter wird extrem stark genervt und der Hunter gleich noch ein bisschen mit, also Aggro an sich wird sehr, sehr stark genervt und alles, was in der zweiten Reihe, nenne ich es jetzt mal, dahinter stand, nämlich Schamanen, Schurke, Priester, die rücken nach vorne, Priester jetzt nicht ganz so, also Priester ist immer irgendwie dabei, aber auch jetzt tatsächlich also kein super Deck. Es gibt sie, aber es ist jetzt nicht jetzt irgendwie die Meta dominierend, nein, das ist das nicht. Aber Schurken und Schamanen, die vorher schon, Evolve-Schamanen, Schurken mit ihren Secret, Discover-Gedöns und so weiter und so fort. Paladine, Leiberen Palas, Pure Paladine, also alles, was so in der zweiten Reihe war, ja, ist jetzt immer noch da und halt häufiger als vorher, weil halt die Demon Hunter und Hunter weggerutscht sind. Also das kann man einfach sagen, die Meta ist richtige Agro-Decks wie Face Hunter, Highlander Hunter und Agro-Demon Hunter, die sind weg und diese komischen Evolve-Schamanen mit ihrem ING Evolve-Gedöns und Schurken mit ihrem ING des Herstellungsgedöns, ja, oder Secret-Schurken, wie man sie auch immer nennt, ich weiß es nicht, die sind halt quasi nach vorne gerutscht. Also Schurken und Schamanen, würde ich sagen, sind auf jeden Fall die Gewinner des Patches. Ja, so viel kann man schon mal sagen. Insofern, was ist positiv? Positiv ist natürlich, dass die unfassbare Dominanz des Demon Hunters, die ja schon da war, die zu stark war, das ist Fakt, also der Demon Hunter war zu stark oder war zu oft vertreten, die wurde gebrochen. Das ist gut, aber das würde ich dann sagen, ist auch das einzig Gute, weil es ist auch irgendwo, es ist genauso gut auch wieder schlecht, denn der Demon Hunter soll ja nicht komplett tot sein, es soll ja Agro-Decks geben und richtige Agro-Decks gibt es mir meiner Meinung nach im Moment zu wenig, also eigentlich gibt es gar kein so richtiges Agro-Deck und das ist immer ein kleines Problem. Ich meine, der Evolve-Schamane füllt die Lücke so ein bisschen und der Evolve-Schamane verhindert, dass es diese lästigen Combo- oder OTK-Decks jetzt oder langsam Decks en masse gibt. Das macht der Evolve-Schamane, der verhindert das. Aber der macht es halt anders, der macht es halt mit einem explosiven Turn 5-6, den dann zum Beispiel Druiden einfach nicht clearen können und deswegen gibt es solche langsamen Decks nicht oder kaum langsame Decks oder super langsame Decks, super greedy Decks. Insofern füllt der Evolve schon mal diese Lücke so ein bisschen, aber Decks, die wirklich von Turn 1, Turn 2, Turn 3, Turn 4, die da richtig, richtig Druck machen, Diener aufs Feld werfen, die ins Gesicht klatschen, die gibt es so richtig im Moment kaum. Natürlich gibt es noch den einen oder anderen Hunter und es gibt den einen oder anderen Demon Hunter noch, aber es ist sehr selten geworden. Ja, kommen wir zum negativen Aspekt und die sind eigentlich ein bisschen größer, muss man sagen. Wie gesagt, Demon Hunter und Soul Demon Hunter, Aggro Demon Hunter war zu stark oder war zu metadominierend. Du hast zum Teil 30-40% Demon Hunter gehabt, das macht dann keinen Spaß. Das ist zu viel. Und ich nehme jetzt meinen Hunter mit rein, weil der halt auch nicht mehr. Der Hunter war auch sehr, sehr stark, war aber gar nicht so oft da. Also der Hunter war jetzt so ein bisschen das Bauernopfer, weil man gemeint hatte, er würde halt stark werden. Aber ich nehme ihn mal mit rein. Aber sowohl beim Hunter und sowohl beim Demon Hunter wusstest du, gegen was du spielst. Du wusstest, er hat die und die Karten Turn 1, er hat die und die Karten Turn 2, er kann Turn 3 das machen. Wenn er Polkeld spielt, kommt Turn 6 Schädel des Gul'dan und so weiter und so fort.
Wenn das Deck so super stark ist, dass du nichts dagegen machen kannst, nützt es dir halt nichts. Aber es war jetzt ja auch nicht unbesiegbar. Und wie gesagt, du wusstest, was kommt. Es war also nicht so frustrierend. Wenn du verloren hast, wusstest du, ich habe dagegen verloren, was er halt hat. Es war nicht so frustrierend. Und diese Aggro-Decks, wo du wusstest, das hat der Jäger im Deck, das hat der Demon Hunter im Deck, die haben diese Karten und dagegen musst du spielen und dagegen kannst du versuchen anzukommen, wurden ausgetauscht gegen Evolve-Schamanen, die Turn 5 oder 6 irgendwelche random Diener aufs Feld bringen. Es kann ein 8-Mana-2-2er sein, oder es kann ein 4-Mana-2-2er sein, der evolved, oder es kann ein 4-Mana-8-8er sein, der evolved. Es kann ein Diener mit Death Rattle sein oder ein Diener mit Reborn sein. Es kann ein Diener mit Effekten am Ende des Turns sein. Also die Schwankungen, die der Schamane evolved, sind so immens und gravierend, dass du jeden Evolve da hängst und bittest, Evolve schlecht, Evolve schlecht, Evolve schlecht, damit du eine Chance hast. Natürlich kann man Schamanen besiegen, natürlich besiegt man Schamanen auch ganz gut, hin und wieder mal. Aber es ist trotzdem immer dieses RNG dabei und immer dieses Hauptsache hoffentlich evolved er schlecht. Und Schurken. Schurken discovern Reborn-Diener, Schurken discovern Mage-Spells, Schurken discovern Secrets. Schurken haben Edwin, der Turn 3 vielleicht aus der Ecke springt als 16-16er manchmal. Und so weiter und so fort. Mir fallen gerade nicht noch zwei, drei andere Karten ein, mit denen der Schurke irgendwas discovert, aber sie sind vorhanden. Oder er spielt halt Schattenschritt auf den Magier-Diener, der dann wieder was ist. Also, sie haben Leckys, natürlich auch noch, sie haben Lecky-Generatoren. Leckys entdecken wieder Drachen, Leckys entdecken wieder Schurkenspells. Leckys evolven random. Also ja. Insgesamt wurden dominierende Metadecks, aber deren Karten man kannte, ausgetauscht gegen dominierende Metadecks, die entweder random evolven oder random Karten generieren. Und das ist halt meiner Meinung nach nicht unbedingt zielführend oder eine gute Sache. Musste der Dämonenjäger genervt werden? Ja. Wurde er vielleicht zu stark genervt? Eventuell. Ist es auf jeden Fall schade, dass statt Decks, deren Karten man kennt, jetzt wieder Decks, die Meta dominieren, die random Gedöns machen? Das ist auf jeden Fall schade. Und das ist nicht nur schade, es geht auch nicht mal darum, dass es stärker ist. Es ist aber auf Dauer nervenzehrender. Also wenn du verlierst gegen Demon Hunter und Jäger, okay, aber du weißt, warum du verlierst. Aber wenn du gegen Schamanen und Schurken drei, vier Games am Stück verlierst oder fünf und du weißt halt, es war, weil sie random Karten generiert haben oder random super evolved haben, dann ist das einfach nervenzehrender und frustrierender, als gegen Dinge zu verlieren, wo du weißt, die haben halt das und das. Ich nehme es mal als Beispiel, der Pure Paladin zum Beispiel, der ist ja auch noch stark im Moment oder sehr stark, aber der Pure Paladin hat halt, was er hat. Und dagegen zu verlieren ist zumindest meistens weniger frustrierend als gegen Schamanen oder Schurken zu verlieren, weil wenn man gegen Schamanen oder Schurken verliert, denkt man sich meistens hinterher irgendwie, oh, hätte er den Lecky nicht gehabt, hätte er den Spell nicht discovered, hätte er das Secret nicht gefunden und so weiter und so fort. Ne, ihr versteht, was ich meine. Insofern, Demon Hunter und Jäger, gerade der Demon Hunter zu stark, ja, musste ein bisschen genervt werden, ja. Dass er gar nicht mehr da ist, dass Aggro gar nicht mehr da ist, ist schade. Dass deswegen die Dings gegangen sind, ist auch schade. Ja, was ich aber auf jeden Fall noch sagen möchte ist, keine Meta ist perfekt. Jede Meta hat schlechte Decks. Jede Meta hat nervige Decks. Und gerade die T1-Decks oder die T0-Decks, die super, super gut sind, die sind oft nervig. Das ist einfach so. Und deswegen abschließende Worte. Nicht, dass ihr denkt, ich will jetzt super negativ denken. Mir macht Hearthstone im Moment immer noch enorm viel Spaß. Und man kann auch immer noch Decks finden, ganz, ganz viele, die Spaß machen und die einigermaßen in der Meta auch vorankommen. Also Hearthstone macht mir persönlich selber Spaß. Ich finde die Meta nicht grausam. Und man muss auch Folgendes sagen: ETC-Worry, Evolve-Schamane, Secret-Schurke, Highlander-Schurke, Librem-Parler, Pure-Parler, Highlander-Parler, Highlander-Jäger, Facehunter, Highlander-Druide, Cthun-Druide, Tikatus-Warlock mit Dämonen, mit Galakrond, Highlander-Mage, Secret-Mage geht ein bisschen, Highlander-Priest. Der normale Control Priest, wie auch mit Setex, Aggro Hunter, Soul Demon Hunter. Also jede Klasse ist spielbar. Jede Klasse ist spielbar und jede Klasse hat sogar ein oder hat auch meistens zwei Decks. Also jede Klasse ist spielbar mit zwei, drei Decks. Also, auch wenn ich sage, dass der Patch eher negativ ist und auch wenn ich sage, dass sich die Meta eher zum Negativen gewandelt hat, insgesamt alle Klassen spielbar mit zwei, drei Decks. Man kann lustige Decks spielen. Mal als Beispiel hier meinen Control Demon Hunter, den ich in einem eigenen Video gemacht habe, behandelt habe.
Funktioniert ganz gut und ist ein super lustiges Deck. In letzter Zeit Highlander Mage. Ja, Highlander Mage funktioniert ganz gut. Ist ein super lustiges Deck. Das Deck habe ich noch nicht behandelt. Das kann ich euch einfach mal in die Kommentare packen oder in die Beschreibung packen, weil das hat noch kein Video. Insofern, wenn ihr den Code haben wollt für den lustigen Highlander Mage. Ja, insofern, abschließend ist mein Urteil also zum Stand von Hearthstone momentan positiv, weil es macht Spaß. Wenn man möchte, kann man lustige Decks spielen und fällt auch nicht komplett auf die Nase. Insofern, loggt euch ein, spielt mit den Karten, habt Spaß in Hearthstone. Das restliche Jahr, wir freuen uns jetzt auf die Erweiterung, die Miterweiterung, die 30 Karten. Also es kommen ja 30, 35 neue Karten, wahrscheinlich Mitte, Ende Januar. Die müssten ja irgendwann jetzt Anfang des neuen Jahres dann auch irgendwann mal so langsam bekannt werden oder announced werden. Da bin ich jetzt sehr gespannt drauf. Und bis dahin, denke ich, kriegen wir die Meta noch gut rum. Ja, vielen Dank, dass ihr euch meine Meinung angehört habt. Wir sehen uns dann auf jeden Fall noch zu einem kleinen Jahresabschlussvideo, was dann ein bisschen persönlicher wird, hier auf YouTube wieder. Ich denke übermorgen oder so. Insofern, viel Spaß mit euren Karten. Danke fürs Anschauen, bleibt gesund und bis bald.